Glaube bedeutet sehr viel für mich. Er gibt Kraft, er spendet Trost, er schenkt Orientierung. Er zeigt sich im Alltag ganz unterschiedlich. Das kann natürlich täglich beim Tischgebet sein oder beim sonntäglichen Kirchgang mit meinem Mann und mit meinem Sohn. Besonders wichtig ist für mich aber das Leben der christlichen Werte. Also man zeigt sich vor allem im zwischenmenschlichen Miteinander. Das heißt, ich möchte achtsam sein, aufmerksam sein, ich möchte hilfsbereit sein. Und das sind Sachen, die mir im Zwischenmenschlichen besonders wichtig sind. In meiner Promotion setze ich mich mit der Frage nach Gerechtigkeit im deutschen Rentenversicherungssystem auseinander, und zwar aus christlich-sozial-ethischer Perspektive. Bei der Bewerbung um ein Stipendium war es mir natürlich auch wichtig, dass mein Stipendiengeber diese Werte teilt bzw. auch christliche Sozialethik vertritt. Das war bei der Konrad-Adenauer-Stiftung der Fall. Wenn ich auf mein bisheriges Leben zurückschaue, spielt der Glaube eine ziemlich große Rolle. Seitdem ich 12 bin, spiele ich in einer kirchlichen Jugendband. Ich musste mir dann auch noch kirchlicher geht's nicht mehr einen Mann angeln, der Theologe und Kirchenrechtler ist. Er arbeitet aktuell sogar bei der Deutschen Bischofskonferenz. Wir haben uns im Erfurter Dom kennengelernt. Es war uns also ein sehr wichtiges Anliegen, auch im Erfurter Dom kirchlich zu heiraten. Und natürlich lassen wir auch unseren Sohn im Erfurter Dom taufen. Auch beruflich spielt der Glaube eine wichtige Rolle. Ich bin Landesgeschäftsführerin des Familienbundes der Katholiken im Bistum Erfurt und im Freistaat Thüringen. Wir machen uns stark für die Anliegen der Familie mit Kindern. Dabei ist das christliche Menschenbild, also das Verständnis des Menschen als Ebenbild Gottes, natürlich der Grundsatz schlechthin. Von diesem aus begründe ich Werte wie Solidarität, Gerechtigkeit oder Freiheit, die nicht nur persönlich für mich wichtig sind, sondern natürlich auch mein berufliches Leben prägen. Das heißt, der Glaube ist aus meinem Leben eigentlich nicht wegzudenken.